Hey Leute, ich bin schon wieder und ich habe jetzt gerade schon mein Training beendet. Morgen steht ein Wettkampf an und ich zeige euch jetzt noch ganz schnell eine Technikübung. Die lässt sich sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene sehr gut machen. Und ich werde jetzt gleich den Kraulbeinschlag in Seitlage schwimmen. Das ist natürlich auch fürs Rückenschwimmen 1:1 übertragbar. Und Ziel der Übung wird es eben sein, 90 Grad versetzt um die Längsachse in Seitlage zu schwimmen. Und damit wollen wir eben das Gefühl für die Seitlage schulen, weil wir eben beim Kraulen und beim Rückenschwimmen eben auch die Rotation um die Längsachse haben und uns erstmal daran gewöhnen müssen. Ich werde jetzt bei der Übung immer den unteren Arm in der jeweiligen Lage in Verlängerung der Körperlängsachse haben. Der obere Arm liegt seitlich am Körper an. Da können wir eben auch noch quasi die Körperspannung für die Diagonalspanne beim Kraulen und beim Rückenschwimmen eben zusätzlich schulen. Und schaut euch das Ganze jetzt einfach mal an. Ich mache zwei Bahnen vor, pro Seite eine Bahn und bis gleich. Ich habe ein bisschen Wasser in der Brille, macht aber nichts. Also ich hoffe, ihr habt gesehen, worauf es bei der Übung rankommt. Ist echt eine coole Übung, probiert es einfach mal aus. Natürlich muss man auch ein bisschen hier Körperspannung haben, um die Lage im Wasser stabil in der Seite zu halten. Aber wie gesagt, einfach mal austesten und ich hoffe, ihr habt Spaß an der Übung. Danke fürs Einschalten. Abonniert auch den Channel, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Schaut auch meine anderen Videos oder gebt mir einen Daumen hoch und wir sehen uns bald wieder. Bis dann, ciao, ciao.